Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 651. Stimmt das? Ja, tatsächlich. 651. Hallo, Kate. Hallo, Erik. Hallo, Chris. Hallo, jetzt bin ich auch brav. Ja, der Chris hatte noch nichts zu essen, das merkt man hier, der ist schon ganz... Tja, willkommen zum Kinocast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben uns wieder ein paar Filme angeschaut und einer davon war die Sneak Preview, die Home Sneak Preview der vergangenen Woche. Das war A Fall from Grace, eine Netflix-Produktion von Tyler Perry, der ja solche tollen Sachen in Anführungszeichen gemacht hat, wie so irgendwie Medea's Halloween und Medea's Christmas und sonst was. Kennt ihr die eigentlich? Ganz furchtbar. Nö. Ah, okay, also das sind solche, da gab es doch mal auch so wie Scary Movie oder so ähnlich, so Spoof-Filme, so ganz furchtbar. Ja, aber er wagt sich hier so ein bisschen an ein ernsteres Thema. Der Film beginnt damit, dass wir sehen, dass ein Polizist versucht, eine ältere Frau davon abzuhalten, von dem Vordach ihres Hauses zu springen. Schafft's nicht ganz. Achtung, kleiner Spoiler. Nee, ich verrät jetzt nicht zu viel. Also sie springt dann halt runter, dann macht so einen kleinen Cut und wir sehen, wie der Polizist dann nach Hause kommt zu seiner Frau und wir erfahren, dass die Frau eine Rechtsanwältin ist, die in so einer Kanzlei arbeitet und sie ist in der Vergangenheit eher dadurch aufgefallen, dass sie relativ schnell so Absprachen ausgehandelt hat, was ja in den USA geht, oder so Vergleiche ausgehandelt hat und eben nicht vor Gericht gegangen ist, weil sie eben noch relativ neu ist auch und sich nicht so richtig daran traut und irgendwie scheint in dieser Firma auch so das Thema Mentoring oder so nicht so die Rolle zu spielen, weil sonst hätte schon mal irgendjemand die ein bisschen an der Hand genommen. Ja, jedenfalls bekommt sie dann einen Fall, wo es heißt, hier ist eine ältere Frau, die hat ihren Ehemann umgebracht und das ist ein relativ sicherer Fall, weil die Frau, die hat es auch zugegeben, die hat ein Geständnis abgelegt. Es geht jetzt eigentlich nur darum, quasi sowas auszuhandeln mit dem Staatsanwalt, ja, was das Strafmaß sein soll, weil dadurch, dass sie eben ein Geständnis abgelegt hat, ist es eben möglich und da muss sie eben nicht das volle Strafmaß treffen, was möglich wäre, sondern kann eben was ausgehandelt werden. Und das, was die ältere Dame möchte, die im Gefängnis sitzt, sie möchte gerne in die Nähe, in ein Gefängnis verlegt werden, in der Nähe, wo ihr Sohn wohnt, dass sie den ab und zu mal sehen kann. Aber bei den Gesprächen mit der älteren Dame stellen sich da so Zweifel ein bei der Rechtsanwältin, wo sie denkt, naja, die fängt jetzt hier plötzlich an zu weinen und sowas. Das ist jetzt nicht so die typische Art und Weise, wie eine knallharte Mörderin da sich geben würde. Und sie merkt aber halt, wenn sie jetzt das Ganze hinterfragt, dann macht sie sich dann auch selber schwerer und sie will ja eigentlich eher den leichten Weg gehen. Und auch ihr Chef in der Kanzlei, der möchte eigentlich nicht, dass sie den ganzen Fall irgendwie vor Gericht bringt, großartig, sondern will das relativ schnell abgehandelt haben, damit die Kanzlei auch Geld bekommt, weil in den USA ist ja teilweise so, dass die Gerichtsfälle oder die Fälle, gerade so Pflichtverteidigungsfälle, da verdient ja die Kanzlei erstmal nichts, sondern erst dann, wenn es abgeschlossen ist, dann werden die Kosten des Verfahrens dann eben aufgeteilt. Und deswegen will er es eigentlich relativ schnell rumbringen, weil wenn sie erst anfängt, ewig zu ermitteln, dann kostet es wieder Geld und kostet halt die Kanzlei Geld. Und letzten Endes forscht sie dann doch ein bisschen nach, weil ihr wird es dann auch ein bisschen, es tun sich bei ihr einige Fragen auf und die ältere Dame fängt auch an zu erzählen. Sie öffnet sich ja dann und erzählt aus ihrer Vergangenheit, wie das gekommen ist, dass sie den Mann kennengelernt hat. Und das steht eigentlich in dieser Netflix-Filmbeschreibung so drin. Deswegen würde ich es jetzt mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen. Also die Frau war oder ist geschieden. Ihr Ex-Mann hat sich eine Jüngere angelacht und ist mit der irgendwie abgehauen. Und sie hat nun jemanden kennengelernt über eine Freundin. Das war doch die von hier von Cosby's, ne? Die Frau. Ja, gell? Beste Freundin, ja, habe ich mir fast gedacht. Genau, über die Freundin, die sagt, hier, da gibt es jemanden, der ist so ein Fotograf und der stellt da seine Fotos aus und
sie lernt ihn dann kennen. Der ist ein bisschen jünger als sie, was aber ja heutzutage eigentlich fast kein Problem mehr darstellt. Und, ein bisschen. Ein bisschen viel, glaube ich, oder? Jünger, ich weiß nicht. Aber heutzutage stellt es ja kein Problem mehr dar, wenn du da guckst, hier, was weiß ich, mit wem Demi Moore sich so rumtreibt oder keine Ahnung. Aber jedenfalls. Warum auch? Ja, warum auch, genau. Ja, naja, also jetzt mal. Ja. Ist ja jedem seine Sache. Ja, genau. Aber ich meine, früher gab es halt da doch ein paar Vorbehalte, dass eben musste halt ein gewisses Klischee reinpassen. Ja, und sie lernt diesen Fotografen kennen und verbringt Zeit mit ihm und die nähern sich halt immer mehr an und so lange, bis er ihr dann auch sogar einen Heiratsantrag macht und sie heiratet ihn. Aber dann, ja, wendet sich das Blatt halt so ein bisschen. Also sie stellt dann doch fest, ja, irgendwie ist vielleicht doch nicht alles so, ist vielleicht doch nicht so toll, dieser Typ, den sie da hat, den sie jetzt mittlerweile im Haus hat, den sie geheiratet hat. Und dann treten noch mehr Sachen auf, das Geld verschwindet und so. Und ja, dann kommt dann eins zum anderen und das Ganze gipfelt dann und eskaliert dann sehr stark. Und darum geht es halt in diesem Film, was dazu geführt hat, dass sie ihn umgebracht hat und ob sie schuldig sein kann. Und viel mehr will ich da mal auch nicht verraten. Geht 2 Stunden, fand ich schon ganz schönes Brett, weil der hatte, also zwischendrin gab es so viele Sachen, wo ich gedacht habe, oh Gott, des Himmels Willen, ey. Gerade so diese Kennenlernphase und dieses, oh. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, gibt halt insgesamt auch nicht so viel her, der Film, an Story jetzt. Also es war eher wie von so einer beliebigen Fernsehkrimi-Reihe, irgendwie so eine Episode hätte locker ausgereicht, aber muss man nicht auf 2 Stunden zerren. Und die schauspielerische Leistung von fast allen in diesem Film war eher unterdurchschnittlich, fand ich. Also das war jetzt niemand, wo ich gesagt hätte, oh, die Rolle passt ja wahnsinnig gut oder so. Oh, ich weiß nicht, bin nicht so richtig warm geworden mit dem Film. Ach, jetzt verstehe ich gar nicht. Nee? Wie fandst du den denn? Absolut. Ich fand ihn teilweise so rotzig schlecht gespielt, das geht gar nicht. Ah, okay, also, ging's dir auch so. Gedacht, okay. Gottes Willen, wo habt ihr die Schauspieler her? Das kann ja jetzt wohl nicht euer Ernst. Also, und dann, okay, das ist denn eher ernst. Das war so, okay. ja, kann man mal so machen, aber ist irgendwie seltsam. Also, boah, und ich fand ihn ganz tierisch träge. Also wirklich so, oh, wie du sagst, 2 Stunden für eine Geschichte, die auch viel schneller erzählt gewesen wäre. Weil wenn man sich dann überlegt, am Ende, wie schnell das am Ende dann plötzlich geht, da habe ich gedacht, ich bin im komplett falschen Film. Weil das Ende war dann wirklich so, ha, pam, 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 okay, alles cool, pa, ha, ha, ha. So nach dem Motto, wo ich gedacht habe, so, Also, man darf auch den eigentlichen, oder der Film hat ja so mehrere Twists, ne? Also ich darf ihn wirklich kein bisschen hinterfragen. Ansonsten bricht dieses ganze Kartenhaus dermaßen zusammen. Also ich will jetzt mal sagen, es verletzt sich jemand, mehr sage ich jetzt mal nicht. Ich versuche mal spoilerfrei zu bleiben. Und dass derjenige, der sich so verletzt hat, das wir sehen es ja, es wird ja sogar explizit gezeigt, wie derjenige sich verletzt hat, ne? Aber das dann, was dann draus wird, ich weiß nicht. Also. Ja, das ist genau der Punkt. Und dann, dass die wirklich diese junge Anfängeranwältin, ja, die wird ja in ihre Kanzlei, lassen die ja völlig auflaufen mit dem Fall. Ja, sie lassen sie vor Gericht gehen und keiner hilft ihr mal. Alle stehen nur so da, so, ach nee, das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht. So, weil wir gucken im Gericht zu, wie sie wirklich ins Messer läuft, ja, anstatt irgendjemand mal zu ihr sagt, ey komm, ey, lass dir mal helfen, ich habe Erfahrung oder irgendwas. Nein, ja. Also dieses Mentor, das geht doch gar nicht. Also ich meine, wir haben ja wirklich schon viele Anwaltsserien geguckt, von, weiß nicht, Good Wife, Suits, über Ally McBeal oder irgendwas. Da gab es ja dann immer was, dass man sich zusammengetan hat mit jemandem, der da vielleicht Erfahrung hat auf dem Gebiet oder dass da mal irgendjemand einer Jüngeren mal unter die Arme greift. Aber hier, die wird ja völlig allein gelassen, ne? Und der Chef macht ja dann noch zusätzlich Druck, ne? Und das war alles so hanebüchen. Puh. Ja, also ja. Von der eigentlichen Auflösung. Aber ich glaube, der Kate hatte ganz gut gefallen. Ja, nicht so viel besser als uns, wenn ich das so sehe, oder? Also ich fand,
solche Geschichten sind ja eigentlich mein Ding. Also ich mag ja so Kriminalgeschichten, wo einfach Morde aufgeklärt werden müssen oder ähnliches. So Law and Order, ne? Das hast du ja auch gemacht, ne? So Law and Order Ding. Ja, genau. Oder halt hier Castle und The Mentalist und solche Sachen, die gucke ich ja total gern. Und ich mag ja auch so Filme, die solche Themen behandeln. Und die Grundstory des Films, du hast ihn ja vorhin zusammengefasst, und die Grundstory des Films ist eigentlich gut. So. Und jetzt ist eben das Punkt, dass ich sage, ist das eigentlich, denn es ist einfach nur scheiße umgesetzt. Ja, die Grundgeschichte wird komplett durch den Kakao gezogen, denn es ist schlecht geschauspielert und diese Mörderin oder diese mutmaßliche Mörderin, die sitzt da und tut komplett bereitwillig ihre Geschichte erzählen. Es wäre doch viel spannender gewesen, wenn die Anwältin irgendwie auf Recherche gegangen wäre und nur durch Recherchearbeiten und Hintergrundgeschichten sich dieses ganze Kartenhaus zusammengebaut hätte. Ja? Und nicht, ja, ich kenne dich seit 5 Minuten, aber ich erzähle dir jetzt einfach mal die ganze Geschichte. Das fand ich einfach blöd. Oder wenn das im Gericht quasi in der Verhandlung durch Zeugenaussagen, genau, wenn sich das Bild nach und nach enthüllt, ja, hätte oder so. Dann wäre sogar der ein oder andere Twist gut gewesen. Ja. Ich meine, das haben wir ja auch schon oft gesehen in solchen Gerichtsdramen oder sowas, wenn das dann im Gericht sich auflöst, das Bild. Ja. Aber das war hier halt auch nicht. Aber, ne? Und ja, dann zieht es war man halt einfach schlecht umgesetzt. Zaubert man nachher am Schluss nachher so einen schwarzen Peter aus dem Hut hier und ach übrigens, so ist es. Zack, zeige ich euch. Habt ihr zwar jetzt die ganzen 2 Stunden nicht so gedacht, aber hier, guck mal. Hier. Vor allem, ich fand diese Auflösung total albern. Auch was dann da, also ich sag nur in dem Keller, das ist so albern, es tut mir leid, als ob da nie jemand dahinter gekommen wäre. Und das ist ja alles mit Vorbereitungszeit verbunden. Ich kann schon nicht erzählen, dass sie das. Also, versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich will halt nicht spoilern, weil es gibt, also der Film, den kann man sich ja durchaus anschauen, wenn man sagt, man legt jetzt nicht so extrem Wert auf die schauspielische Leistung, sondern will einfach nur ein bisschen Crime-Geschichte hören, ja. Dann kann man sich den ja angucken. Er ist ja nicht grottenschlecht. Also, er ist jetzt kein Ein-Punkte-Film, ja. Aber ich hatte durchaus mehr erwartet, weil einfach das Grundthema passt. Das ist in Ordnung. Ja, also am Anfang, wo die da in das Gefängnis geht und mit der Frau redet, dachte ich, okay, das wird jetzt hier so ein Gerichtsfilm, so ein Zeugenaussagendrama, so, wo sich das dann nach und nach enthüllt. Warum hat jetzt wirklich diese ältere Frau, ich meine, das ist ja jetzt nicht typisch, dass so eine ältere Omi, sage ich jetzt mal, anfängt hier Leute umzubringen. Ja? Also das, wenn da jemand schon sein Leben gelebt hat, weiß er, wie er mit kritischen Situationen irgendwie umgeht oder so. Und was wir dann so erfahren nach und nach, das war ja ganz interessant. Ja. Aber dann, Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja, dass die Auslöser, die dazu geführt haben, dass sie ihren Mann umbringt, waren ja läppisch im Endeffekt. Da haben andere Frauen wesentlich mehr schon durchgemacht und hatten wesentlich mehr zu ertragen als das, oder? Warte mal, wir machen jetzt mal. Also ich fand das nicht. Warte mal kurz. Zum einen hast du ja schon verraten, dass ich... Warte. Achtung, Spoilerwarnung. Also jetzt, zum einen hast du ja schon verraten, dass sie ihren Mann umbringt, ne? Also das haben wir hallo, ja das kommt in den ersten 10 Minuten vom Film. Das ist ja noch nicht gesagt. Dass sie den Mord ihres Mannes gesteht. Ja, aber dass sie es wirklich getan hat, das ist ja noch nicht klar. Das ist ja erst bis zu dem Moment klar, wo sie den Baseballschläger ihm über den Kopf zieht. Und aber da ist ja so. Sie es denn dann gestehen? Sie hat ja in dem Moment, ja, warum gestehen manchmal? Du hast oft in irgendwelchen Gerichtsfällen, dass irgendjemand was gesteht und es nicht war. Und da, das schwang ja auch immer noch mit, dass eventuell ihr Sohn da, den sie ja versucht zu beschützen, dass der irgendwas gemacht hat oder ihre beste Freundin oder irgendwas. Das ist ja bis zum Schluss nicht klar, ob sie es wirklich getan hat. Erst bis zu dem Moment, wo sie dann mit dem Baseballschläger, wo wir das sehen. Und das war ja das, was ich vorhin meinte. Ey, die zimmert dem das Ding da drüber, ne? Ey, der Schädel kracht auf, ne? Das Blut und alles. Und dann hat er einen kleinen Kopfverband und ein Pfeilchen. Ja, das war schon arg. Also, ich weiß ja nicht. Also, naja, aber das war alles sehr hanebüchen dann. Ja, aber auch, sorry, das hätte sie das zur Anzeige gebracht, hätte sie ihren Job wieder bekommen. Ja, sie hätte das alles aufklären können. Die hat viel zu überreagiert. Ja gut, sie war ja,
bei der Polizei. Die wollten ja nicht helfen. Ja, weil sie ja keine Beweise hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann hätte ich halt einfach die Unterhaltung mit meinem Mann, wo das alles gesteht, aufgezeichnet. Die ist doch nicht dumm im Kopf gewesen. Hat sie ja nicht gemacht. Ja, selber schuld. Ja. Also hat sie keine Beweise gehabt. Ja, aber hätte sie ja machen. Sie hätte ja immer noch nicht drauf ansprechen können. Das war dann halt so ein Affekt. Ich meine, der hatte ja gerade hier das junge Mädel da umgenagelt gehabt, ne? Und dann kam er da runter, hat sich dann noch benommen wie sonst was und so nach dem Motto, ja, du kannst mir gar nichts. Und er hat ja quasi da ging es ja um riesige Beträge. Ne? Sie hat ja den Job verloren, drohte das Haus zu verlieren und da brach halt dann die ganze Welt bei ihr zusammen. Und dann ist es einfacher, ihn umzubringen. Bricht dann die Welt nicht zusammen oder was? Ja, dann hat sich wahrscheinlich gedacht, das ist auch alles egal. Du weißt ja nicht, warum manche Leute aus Affekt irgendwie handeln, aber das in dem Moment war das schon so halbwegs nachvollziehbar, was sie macht, aber dann, was dann noch draus geworden ist und alles. Puh. Also das mit den Frauen im Keller, es tut mir leid, also das habe ich ja, das ganz völlig geblickt, banal. Was denn die Scheiße sollte. Überleg mal, die freundet sich 6 Jahre lang mit der Frau an, und um sowas abzuziehen, das ist doch total bescheuert. Das ist doch, du ziehst doch so einen Coup nicht durch nach 6 Jahren Vorbereitung. Was ist denn das für eine Logik? Verstehst du, was ich meine? Ja, wann ist sie denn, Jahre, wann ist die denn zu ihrem Opfer geworden? Gut Ding will Weile haben. Die wird wahrscheinlich mehrere Eisen im Feuer gehabt haben. Du hast ja gesehen, die hat ja auch schon diverse Frauen da entführt. Und die haben das ja deswegen gemacht, damit die eben nicht tot sind, sondern damit sie die Sozialleistungen noch kassieren können. Und denen. Und die haben alle nicht geredet. Die mussten sich doch auch irgendwann mal zeigen, damit man Beweis hat, dass die Frau noch lebt. Was viel komischer war, war. Das ist total abstrus. War schon weiter vorne, wo es hieß, das ist notariell beglaubigt worden. Und dann war da eine leere Adresse. Ich meine, selbst dann hätte man in dem Moment schon dieses ganze Dokument ja. War ja nichtig dann. In genau. Dem also. Das hätte sich vorher alles schon diverse Male aufgelöst bei verschiedenen Sachen. Also. Ja. Bei wem läuft denn da was im Hintergrund? Ja, das frage ich mich auch. Entschuldigung. Kannst du mal dein Masturbationsapparat mal ausschalten? Was war das denn? Das ist mein Drucker. Ich habe ihn gerade aus Versehen auf Drucken gekommen. Es tut mir sehr leid. Ich habe keine Waschmaschine, wie bei jedem anderen hier ab und zu mal. Ja, passiert, ja. Hast du jetzt das, wer im Keller wohnt. Hast jetzt das Reaper-Fenster ausgedruckt hier? Ja. Na gut, dann warte mal, ich komme mal wieder zurück hier. Spoiler hier. Achtung, Spoilerwarnung. So, da sind wir wieder. Und jetzt gehen wir mal gleich mal Punkte. Bevor wir 5. 6. 5. Schulnote 5. Setzen 6. Ja, musst du dir aufpassen. Ja, also man kann es ertragen. Ist jetzt nicht ganz so furchtbar wie manche Sneak, die wir so hatten, wo man gesagt hat, ja, ich habe hier in einer Kritik zu dem Film, in einem Kommentar habe ich gelesen, bei diesem Film trifft das Wort Abspannsehnsucht sehr gut zu. Also man sehnt sich da, dass es endlich vorbei ist. Ja, aber wer mal reinschauen möchte auf Netflix, A Fall from Grace, ein Gerichtsdrama, Krimi, ja, mal reinschauen. Und was haben wir denn nächste Woche am Start? Wer möchte? Kate, du hast es im Griff. Ich habe das im Griff hier. Nächste Woche schauen wir einen Film auf Amazon Prime und dieser nennt sich One Night in Miami. Und die Woche drauf haben wir uns auch schon einen Film ausgedacht. Du darfst gleich, Erik, haben wir uns auch schon einen Film ausgedacht. Dafür gibt es einen Tipp, damit ihr raten könnt da draußen. Und zwar der Tipp heißt Der blaue Planet. Mhm. Bin ich ja mal gespannt, wer da... Harry Potter! Nein. Ich habe nur Raten gehört, dann dachte ich Quizzeit, Entschuldigung. Also der Film hier, One Night in Miami, ist ja von Regina King, die ja schon diverse gute Sachen gemacht hatte. Und ja, da geht es darum, dass sich in Miami verschiedene Personen treffen, zum Beispiel Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown und Cassius Clay, glaube ich. Genau, die treffen sich zu einer Nacht, die wohl wirklich passiert sein soll. Und die dann die Geschichte der USA verändern soll. Das klang irgendwie ganz spannend. Und ich habe irgendwo gelesen, so ein Feature gesehen von den Synchronsprechern. Und da hat man ein paar Filmszenen gesehen, die hat mir sehr gut gefallen. Und schauen wir mal rein. One Night in Miami, mal Amazon Prime. Ich kenne nur One Night in Paris. Ah.
Wer nicht? ja, dann schauen wir doch mal, was wir noch so geguckt haben. Ja. Heimkino. Ja, wir hatten noch eine Rezensionsdisc bekommen. Jetzt gucke ich gerade mal, jetzt hätte ich mal gucken können, weil wir haben doch immer, da ist immer so ein Beiblatt dabei. Wo habe ich denn das? Liegt gar nicht da. Dann muss ich so mal vorlesen. Oder? Ach, hier ist es. Dark Justice. Doch, ich habe es gefunden. Dark Justice von den Machern von Bad Banks und Colonia Dignidad. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Ja, das ist korrekt. Der war sogar ziemlich gut, fand ich. Der war ja ganz cool. Habe ich gut in Erinnerung. Und, Daniel Brühl. Ja. Emma Watson. Und Bad Banks. Das ist eine Serie, die ich sehr mag. Und hier in dem Film Dark Justice, der ja eben von den Machern von Bad Banks ist, spielt auch Desiree Nosbusch wieder mit. Und auch die, wie heißt sie, die asiatische, steht hier natürlich nicht drauf auf diesem Zettel, weil die spielt auch bei Bad Banks mit. Ja, hier auf diesem Zettel steht es nicht, wahrscheinlich muss ich mal woanders gucken. Auf jeden Fall geht es bei Dark Justice darum, dass wir sehen am Anfang so eine, ja, wie so ein Startup, so ein, die so programmieren, so verschiedene Spiele und sowas. Und eine von den Frauen, die stiehlt so ein, was ist das, so ein Avatar oder so nennt man das, also wo jetzt quasi so ein digitales Wesen gesteuert werden kann. Und dann sehen wir eine, ja, das ist so eine Abendessenrunde von reichen, wichtigen und mächtigen Personen, und die werden dann mit einer Droge versetzt, dass die alle erstmal ausgenockt sind, und als sie aufwachen, sind sie in so einer Art Panic Room eingesperrt, und in diesem Panic Room hängen auch so Bildschirme, und da spricht eben dieser Avatar, der am Anfang gestohlen wurde von dieser Softwarefirma, und damit sich die Entführer nicht gleich zu erkennen geben, wer dahinter steckt, deswegen nutzen sie erstmal diesen Avatar und versuchen dann, ja, dass eben die Personen, die sie eingesperrt haben, dass sie selber vielleicht erkennen, was sie so getan haben oder auch nicht, oder Sachen, Informationen preisgeben. Und wir erfahren dann halt so Stück für Stück, um welche Personen es sich da handelt, dass die eben so eine Art, ja, wie so ein, ich würde mal sagen, Nestlé oder so kann man es vielleicht vergleichen, so eine, ja, so ein großes internationales Unternehmen, was irgendwo Wasserrechte erwirbt und dann den Leuten quasi das Wasser in Flaschen abfüllt, und die ganzen Dörfer, die haben kein Grundwasser mehr, die müssen quasi dieses Wasser kaufen, was dann von der Firma kommt, und so ähnlich ist es hier auch, und die betreiben auch Raubbau an der Umwelt, und die anderen Personen, die mit im Raum sind, also das eine ist der Chef von dieser Firma, und die anderen Personen, die mit im Raum sind, die hängen halt da auch irgendwie damit zusammen, weil die eine Person, die ist halt so eine Lobbyistin, die dafür sorgt, dass eben diese Firma schalten und walten kann, wie sie will, auch und teilweise in Naturschutzgebieten und sonst was alles, und die andere Person, die hat Verbindungen zu, wie nennt es hier, nicht Black, wie heißt das, nicht Black Dings da hier, nicht wie diese tatsächliche Sicherheitsorganisation, die private, die hat irgendwie einen anderen Namen hier, aber sowas Ähnliches gibt es hier auch, die dann eben, ja, Hindernisse aus dem Weg räumen, die sich da auf der Welt auftun, damit die Firma eben schalten und walten kann, wie sie möchte. Ich habe es währenddessen immer noch nicht ganz rausgefunden, wie die eine Dame heißt. Selbst bei Desiree Nosbusch auf der IMDb-Seite sieht man diesen Film noch gar nicht, stelle ich gerade fest. Priscilla Spencer Craft. Nee, ich meine die Asiatin. Hat Desiree Nosbusch gespielt. Ach so. Die Asiatin? Ja, die Asiatin. Mai Duong Kyo. Genau, der folge ich nämlich auch auf Instagram seitdem. Die zeigt immer so Kampfsport. Ey, das ist ein echtes Tier, die Frau, ey. Die hat ein paar Sachen drauf, ne? Da kann Jean-Claude Van Damme einpacken. Ne? Sie macht da manchmal so kurze Clips, da denkst du, boah, was die kann, ey. Krass. Ja, aber bei dieser Nussbusch sieht man es noch nicht auf der IMDb-Seite, den Film, oder? Wo guckst du gerade? IMDb, ja. Aber bei Actress sehe ich es nicht, da sehe ich. Sie heißt, der Film heißt ja auch irgendwie anders. Da heißt justice.net im Original, und da ist er. Justice.net. Ach so, hier unten, 2000. Ach so, ist schon etwas älter. Ich habe weiter oben geguckt. Ah, okay. Ja. Justice.net heißt da also im Original.
Ja, mei. Irgendwie fand man das so. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, das sieht ganz cool aus, so. Könnte spannend werden. Ich mag ja auch Bad Banks. Bad Banks ist ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr drastisch so mit der Aussage. Gerade so die erste Staffel, die damit beginnt, dass, ja. Hast du erwähnt, dass sie das Ganze mit der Entführung und mit diesen Vorwürfen, die sie denen machen, live im Internet streamen und quasi das Publikum entscheiden kann, ob sie schuldig sind oder nicht? Ah nee, das habe ich noch. Hast du das erwähnt? Das habe ich noch nicht gesagt. Gut, dann habe ich es jetzt erwähnt. Ja. Also genau, das machen die. Und hat dann so ein bisschen was von Saw auch, ne? Wo so die, ja. Da ist ja auch mal so ein Teil, wo die dann so abstimmen können. Ich fand es hier ein bisschen, also Bad Banks, die erste Staffel beginnt ja damit, die erste Folge, dass man sieht, wie quasi so die, das Bankenviertel von, ich glaube, Frankfurt da so extrem gelootet wird und wo da so, ja, so Aufstände stattfinden in diesem Bankenviertel. Und Bad Banks zeigt ja auch, ist ja eine extreme Kritik an der ganzen Bankenwelt und was damit zusammenhängt, ne, wie rigoros die Banken vorgehen. Und hier geht es halt eher in Richtung multinationale Konzerne, wie die vorgehen. Und ich fand es aber hier ein bisschen zu sehr mit Holzhammer, die ganzen Themen. Das ist immer so zigmal und so. Irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ich habe es ja verstanden. Ich bin ja auf eurer Seite, aber jetzt lasst doch einfach mal sein. Oder so. Oder ich weiß nicht, ging es euch auch so? Oder so, war mir irgendwie, irgendwann war es mir zu viel. Dachte ich, okay, ich habe es ja kapiert. Ja, ja, ging mir ähnlich. Mhm. Weil es wird halt immer wieder dieses Thema Wasser aufgebracht. Weißt du? Ich dachte, das sind jetzt irgendwie 4 Leute, die alle so ihr eigenes ja, oder ihre eigene Leiche im Keller haben. Aber im Endeffekt gehören alle 4 ja ins gleiche Nest. Und fand ich ein bisschen schade. Ich dachte, da kommen noch mehr Hintergründe bei raus, dass jeder noch irgendeinen anderen Scheiß am Laufen hat. Oder dass sie sogar gar nicht wirklich zusammenhängen, sondern jeder eine einzelne Person sind, die einen großen Konzern leiten oder so. Das hätte ich noch cool gefunden. Grundsätzlich fand ich den Film nicht schlecht. Schauspielerisch müssen wir nicht so drüber reden. Ich glaube, das war jetzt auch nicht die Glanzleistung. Dialoge aus der Hölle teilweise. Aber auch hier wieder die Grundstory fand ich interessant. Auch mit diesem Aufzeigen und zur Rede stellen quasi. Die Umsetzung mit der Entführung und den hier irgendwie Qualen auszusetzen und irgendwie Wasserfohlen zu enthalten und so, fand ich ein bisschen arg heftig. Aber ansonsten, der Film hat mich so ein bisschen, was habe ich vorhin gesagt, nee, das ist eine Zusammensetzung aus Hunger Games, Saw und was habe ich noch gesagt? Weiß ich nicht mehr. Hunger Games und Saw und noch irgendein Film. Porno. Keine Ahnung. Und der eine sah aus wie... Das habe ich schon wieder vergessen. Mit Dennis Quaid. Mit Dennis Quaid. Der eine sah aus, wie wenn du Dennis Quaid auf Wish bestellst. Das sah okay. aus wie Dennis Quaid. Das hat mich irritiert. Das hat mich irritiert. Aber wie gesagt, ich fand die Story an sich nicht schlecht. Hätte mal Stellschrauben gegeben, wo man hätte irgendwie dran drehen können. Ich meine, wenn ich das so... Ja, es war halt ein bisschen... Insgesamt ein bisschen zu lasch. Also... Wenn man die da hätte einsperren wollen und klar, dass die, hey, das sind abgebrühte Firmenchefs oder sonst was, dass die da jetzt nicht gleich ihr ganzes Leben offenbaren, wenn sie mal 2 Tage kein Wasser bekommen, ich meine, das ist ja auch klar, oder? Da hätte man halt wirklich vielleicht ein bisschen mutiger sein müssen und da wirklich auch drastischere Sachen denen antun müssen. Zum Beispiel, wenn dann richtig, ne? Du hast gerade Hunger Games angesprochen, dass man sagt, okay, was weiß ich, es fällt von oben ein Messer rein und was weiß ich, der jemand anders umbringt, der darf raus oder kriegt was oder keine Ahnung. Also oder derjenige, der sich da offenbart oder irgendwas. Aber das war ein bisschen, ja, werden halt eingesperrt und parallel noch die Geschichte von dieser privaten Sicherheitseinheit, die versuchen, das ganze Ding irgendwie zu knacken, die ja auch gerufen wurden offensichtlich von der Regierung, die auch mit dem Firmenchef unter der Decke stecken und so. Ja, wie gesagt, irgendwann habe ich gedacht, ja, ich habe es ja verstanden. Ey, die sind alle auf der Seite der Großkonzerne. Und ich meine, das ist ja nie, an sich nichts Neues. Das ist leider so in der Welt. Wir leben halt in einer kapitalistischen Welt, darum geht es halt. Und muss man halt gucken, dass man irgendwie die ein bisschen einbremst. Aber dass wirklich immer nur auf dem einen rumgeritten wurde. Was ich dann gut fand, ich fand den Abspann schön gemacht, weil normalerweise wird da nicht so viel Wert drauf gelegt, aber der war auch visuell
und auch musikmäßig, das habe ich heute in meinem Musiktipp ja drin, war der echt cool gemacht. Ja, also ich möchte vielleicht auch noch kurz meinen Senf dazugeben, weil auch hier wieder ein Film, der an sich eigentlich ein cooles Thema hat, also die Grundstory an sich ist ganz interessant. Das ist für mich halt gewesen, ganz arg vieles zusammengeklautes auch wieder. Ich musste echt lachen an der einen Stelle. Also es ging schon los hier mit dem Tasern von den Leuten. Ja, also was für eine Scheiße. Da wird der Butler wird getasert und der kippt halt auf seine Bücher. Dann wird der eine Typ mit der Waffe getasert und von hinten schreit der große Konzernboss, das ist mein Bodyguard. Ah, herrlich, herrlich. Da hätte man auch Whitney Houston einspielen können. Das wäre das ist so ein Quark. Also schauspielerisch so völlig, völlig daneben teilweise. Also ich glaube aber nicht mal mit Absicht, sondern weil es einfach daneben war. Und oh, dann auch wie das hinten raus, wie es ausgeht und was da noch passiert und blablabla. Die Idee, die Grundidee an sich gut, aber ich fand es zu viel irgendwie zusammengeklaut von anderen Filmen und daraus einen Mashup gemacht, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Hm. Ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, trotzdem kann man es vielleicht mal gucken. Dark Justice ist übrigens der letzte Film des Regisseurs Paul Kruchten aus Luxemburg. Der ist 2019 verstorben. Hat einige Filme gemacht, also seit irgendwie den 2000ern, also jetzt nicht, seit den 80ern sogar, hat er Kurzfilme gemacht, sehe ich hier. Genau, mit 55 Jahren ist er verstorben. Also sein letzter Film ist vielleicht nicht sein bester Film, aber ja. Wer Bad Banks mag, kann hier durchaus mal reingucken. Man merkt da doch schon so von der Handschrift her, ist schon sehr ein bisschen teilweise Anleihen, sag mal so. Und ich sag mal, das Cover von der Blu-ray, was ich hier auf dem Bild sehe, das sieht eigentlich ganz nett aus. Vielleicht geht er sogar ganz gut mit dem Hinweis von den Machern von Bad Banks und Colonia Dignidad. Vielleicht geht er sogar ganz gut auf Blu-ray dann. Bin gespannt. Ja. Von mir gibt es leider aber auch nur 5 Punkte, wie bei dem anderen Film. War ganz okay. So viel. Ja, du hast einen weniger, also komm. Sehe ich ja gerade. Ja. Ich gebe ihm auch 5. Okay. 4. Und für alle, die nicht wissen, was 1 weniger als 5 ist. Genau, der Mathelehrer muss das mal korrekt erklären. Und nächste Woche haben wir eine Rezensionsdisc, die wir bekommen haben. Der Film heißt The Outpost und hier steht ein von US-Kritikern gefeiertes Kriegsdrama, hochkarätig besetzt mit Scott Eastwood, Orlando Bloom und Caleb Landry Jones. Die Washington Post hat geschrieben, ein beeindruckend eindringliches Erlebnis. Und TV Movie hat geschrieben, authentisch, spannend und erfolgreich unpathetisch. Welche Laufzeit? The Outpost zählt zu den besten Kriegsfilmen der jüngeren Zeit. Laufzeit? 120 Minuten. Ja komm, du hast uns auf Far From Grace angefangen mit 2 Stunden. Du hast schon viel schlimmere Filme vorgeschlagen. Ja, das stimmt wohl. Naja, wie gesagt, ich gucke auf jeden Fall rein. Also der Regie geführt hat, der hat zum Beispiel auch bei Straw Dogs Regie geführt, hier Wer Gewalt sät und so. Okay, und, der war gut. Ja, macht einen ganz guten Eindruck, The Outpost. Schauen wir nächste Woche oder bis nächste Woche. Ich auf jeden Fall. Wenn ich auch. Keine Zeit habt, Lust. Dann. Ich habe Urlaub, ich habe Zeit. Okay. Und jetzt haben wir noch ein paar Serien für euch. Serien. So, dann startet du mal mit deiner. Mit welcher? Okay, ich fange mit der an, wo ich bis jetzt nur eine Folge geguckt habe, weil ich noch nicht dazu kam. Ich habe in eine wunderbare französische Serie reingeguckt, in Lupin mit Omar Sy. Es gibt wohl eine Buchreihe zu diesem hübschen Namen Lupin. Ich kenne die nicht, glaube ich, französisch, weiß ich nicht. Ich Arsène die Lupin? Nicht. Sehr bekannt, nicht. Also das ist ja so, als würdest du sagen, ja, ich glaube von Les Miserables, da gab es mal irgendwas vor diesem Film. Ich kenne es halt nicht, tut mir leid. Vielleicht muss ich diese Lücke noch füllen. Auf jeden Fall geht es darum, dass
der junge Mann, der auch Asain Asain, ich hasse Französisch, Asain heißt, also gespielt von Omar Sy, ist ein Gauner-Gentleman, wie aus den Büchern von Lupin. Und als er klein war, wird sein Vater verhaftet, weil er ein wertvolles Collier gestohlen haben soll. Jahre später, als er dann erwachsen ist und sich so auch diesen Geschichten von Lupin so ein bisschen vereinnahmt hat und so ein bisschen zu so einer wahren Gestalt von Lupin wurde und sich auch so durchs Leben gaunert, taucht dieses Collier wieder auf und er will es haben. Er will es haben. Er will es klauen. Einfach, weil es ja anscheinend ihm oder seiner Familie jetzt gehört. Ich weiß, ich kenne ihre Hintergründe. Ich verstehe die Hintergründe noch nicht so ganz, warum er das haben will. Auf jeden Fall versucht er mit ein paar Leuten zusammen, das dann zu klauen. Das passiert in der ersten Folge. Und das ist so ein bisschen aufgezogen, ein bisschen wie wir es von diesen Ocean Elevens Filmen kennen. Du glaubst, es geht was schief, aber eigentlich war das genauso geplant. Und das wird dann quasi am Ende der Folge dann so ein bisschen aufgelöst. Und deswegen hat mir die erste Folge extrem gut gefallen, weil ich es eigentlich sehr charmant fand. Ich mag Omar Sy sehr als Schauspieler und auch in diesem Wechsel zwischen, er spielt einen Putzmann und dann einen Gentleman im teuren Anzug. Dieser Wechsel finde ich sehr spannend. Und es geht dann irgendwie in der zweiten Folge auch weiter um dieses Collier. Ich habe nur noch nicht weiter geguckt. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde auch mal reingucken. Habe ich mir eh schon vorgemerkt, weil ich kenne tatsächlich, ist ja eine riesige Menge, was der geschrieben hatte, der Autor, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Aber dieses Arsène Lupin, das ist quasi in Frankreich so bekannt wie Asterix. Also das ist, da gibt es auch Comics, Comicbücher, riesige Comicbuchreihen, besser gesagt. Da gibt es Trickfilme, da gibt es natürlich Filme und halt eben die Bücher, auf denen das alles basiert. Und in den Büchern, ich habe irgendwann vor ewigen Zeiten mal so ein, zwei Bücher gelesen, da ist Lupin ist so ähnlich wie Sherlock Holmes. Also auch so ein Mastermind, der hat irgendwie auch studiert, irgendwie ist in diversen wissenschaftlichen Richtungen gebildet und hat halt eben aufgrund seiner geistigen Macht, würde ich es mal nennen, halt ist er in der Lage, solche Coups, solche Heists irgendwie auszuführen als Meister Dieb sozusagen, ne? Und schafft es halt dann, die Polizei und so und die ermittelnden Behörden damit an der Nase herumzuführen. Und genau, also das ist vielleicht so das. Und da würde ich mal auch mal gerne reingucken, wie Omar Sy das so macht. Ob der jetzt, spielt das in der Jetztzeit eigentlich oder ist das? Ja. Ach so, okay. Ja, ne, spielt es nicht irgendwie in der Vergangenheit oder so? Quasi ein Reboot sozusagen. Nee, also ja, quasi. Also er ist quasi mit diesen Büchern aufgewachsen. Sein Vater hat ihm das erste geschenkt. Achso, die Bücher spielen sogar eine Rolle im Film, in der Serie. Ah, okay. Ja, also er hat das erste Buch von seinem Vater geschenkt bekommen, kurz bevor sein Vater verhaftet wurde. Und seine Mutter lebt, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und dann musste er sich so durchschlagen und hat halt sich so Tricks und Kniffe von diesen Büchern, von dieser fiktiven Gestalt abgeguckt, woraus er selber quasi ein Real-Life-Lupin wurde. Okay, also er ist selber nicht so gebildet wie jetzt der originale. Oh, ich glaube schon. Ich glaube, der ist richtig clever. Weil er schafft es ja auch, diesen Raub so darzustellen, dass es eigentlich danach aussieht, als wäre es schiefgegangen. Und ich glaube, dass der sehr gebildet ist. Also der ist halt irgendwie ins Heim gekommen oder zu einer Ziehfamilie, ich weiß es nicht. Aber der ist clever. Der ist nicht dumm. Okay, werde ich auf jeden Fall reingucken. Also habe ich mir eh schon vorgemerkt gehabt, aufgrund meines Interesses. Aber die Comics und so, ich kann mich erinnern, ich gucke gerade in mein Regal, nee. Also ich sehe zumindest von den Hardcovern, wo ich die Rücken lesen kann, sehe ich hier nichts und die Soft, die sehe ich ja nicht. Aber ich glaube, ich habe einen, mindestens einen habe ich. Ja.
Aber ihr seid ja eher so die Comic. Ist das im Deutschen kein Thema, Arsène Dupin als Comic? Ich kenn's nicht. Ich wäre enttäuscht, wenn du da nichts von hättest, Erik. Naja, es gibt ja so Favorites oder so. Ich habe halt eher Asterix und ein paar andere Sachen. Also, ich kannte den Namen, aber ich wusste nicht, dass das so ein großes Ding in Frankreich ist. Also in Frankreich sind ja auch die Comic-Läden, also gibt es ja richtig große Sachen überall und da gibt es ja selbst in dem Carrefour oder so, also was so wie ein Supermarkt ist, wie so ein Real, gibt es riesige Comic-Abteilungen. Das ist total irre. ich gucke gerade hier, Arsène Lupin Comic. Also ich sehe zumindest hier einige, aber ich weiß jetzt nicht, ob das, sieht man hier, welcher Verlag das ist? Nee, auch nicht. Okay, also gibt es zumindest auch in Deutsch ein paar Sachen. Cool. Ja, gibt es auf Deutsch. Also, habe ich auch schon mal gesehen. Aber Wäre ich mal reingucken, definitiv in den. Mach mal. Die Serie. Und da habe ich ja passend dazu Emily in Paris. Hast du die ganze Staffel gesehen oder nur eine Folge? Ich habe die ganze erste Staffel gesehen. Wow. Also, ich bin ja bei Fortsetzung gefolgt mit dem Team und wir haben tatsächlich, es gibt ja so Sachen, da trauen wir uns nicht ganz so ran. Wir haben ja eine Dame im Team, die liebe Annemarie, und ja, wenn wir da Serien aussuchen, dann sind es doch schon meistens welche, die irgendwie so, wo wir denken, okay, das passt irgendwie allen anderen. Aber diesmal haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns mal wirklich so in Anführungszeichen Mädchenserien vor, ja. Für die nächste Folge, die wir jetzt am kommenden Dienstag aufzeichnen. Ich werde mal die anderen zwei Serien noch nicht verraten. Die eine, die ich jetzt geschaut habe, Emily in Paris. Also ich habe die anderen auch geschaut und bei der habe ich aber wirklich die komplette Staffel geschaut bei Emily in Paris. Das sagt schon einiges, weil die hat mir sehr gut gefallen. Es geht darum, dass Emily aus Chicago, sie arbeitet bei einer Marketingagentur und diese Marketingagentur, die macht so Luxusgüter-Marketing und die hat eine Marketingagentur in Paris gekauft und eigentlich sollte die Chefin der Chicagoer Marketingagentur nach Paris gehen, aber es kommt was dazwischen, sodass eben die junge Emily den Auftrag bekommt, dort mal quasi die Verbindungsperson zu sein zwischen der amerikanischen Agentur und der Pariser Agentur und dort mal so ein bisschen, ja, auch mal so diese amerikanische Denkweise mit reinzubringen, auch das ganze Thema Social Media, weil diese Agentur, die sie in Paris gekauft haben, die ist eher so nach so ein bisschen oldschoolig unterwegs, also so mit Anzeigen, Werbung und ja, so dieses typische halten oder Events organisieren und das ganze Thema Social Media ist da ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, um es mal vorsichtig zu sagen. Und jetzt kommt die Emily, die übrigens wirklich herzerweichend gespielt wird von Lily Collins. Also man kann ihr gar nicht, wenn sie in diverse Fettnäpfchen tritt, irgendwie böse sein, weil sie ist einfach so süß und so. Das ist einfach herrlich. Und sie kommt dann nach Paris und trifft natürlich dort erstmal auf diese üblichen Schwierigkeiten, insbesondere wenn so Amerikaner irgendwie nach Europa kommen, in die alte Welt und da denken, sie können ihre amerikanischen, sie wissen eh alles besser und können alles drüber stülpen und ihnen macht keiner was vor und sie ist aber, ja, sie versucht das auch, aber es klappt natürlich nicht und sie kann ja auch die Sprache nicht und so typisch amerikanisch, sie kommt da irgendwo hin und kann erstmal gar nichts und weiß aber alles besser und wie sie sich dann aber dort so zurechtfindet und auch mit der Stadt klarkommt. Es ist üblicherweise so in Filmen, je nachdem, wenn es ein französischer Film ist und da kommt irgendwie eine Person aus Amerika, dann ist natürlich Amerika alles Bullshit, was da kommt und alles ganz furchtbar und die Franzosen wissen alles besser und wenn es eine amerikanische Serie ist, das ist üblicherweise so, ja, die Europäer und die Franzosen sind ja alle doof und so. Und hier finde ich aber, das hält sich so wunderbar die Waage, dass wirklich von beiden Seiten so ein bisschen dieses, ja, das machen die ein bisschen blöd und das machen die anderen ein bisschen blöd und irgendwie, ja, so diese Mitte zu finden, das ist hier so echt schön gemacht und gerade auch in den weiteren Folgen wird dann auch so ein bisschen satirisch draufgehauen auf so dieses ganze Thema mit Influencern und wie so Marketingkampagnen heutzutage organisiert werden und so weiter. Ich fand das wirklich gut, die Serie. Die hat mir total Spaß gemacht zu gucken und ja, ich mag ja sowieso, also man sieht auch viel von Paris und das macht auch Spaß, das zu sehen und wie die Leute agieren, herrlich. Also
hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ist aber auch von dem Macher von Sex and the City und das war ja auch so ein Guilty Pleasure von mir. Das habe ich ja auch komplett geguckt. Ja, hat irgendwie meinen Nerv getroffen. Digga, nicht dein Ernst. Ja. OMG. Nicht mal ich habe Sex in the City geguckt. Hey, habe ich auch Alter. Schon diverse Male hier im Podcast erzählt. Das ist jetzt keine Überraschung. Weil jedes das war, Mal ein Schock für das mich. War damals so, das haben halt irgendwie alle geguckt. Das lief halt auf Pro7. Damals war das noch so. Also du hast die Folge geguckt und dann war das am nächsten Tag auf Arbeit irgendwie Thema. Und ich konnte dann halt mit den Mädels mitreden, ja. Das war gar nicht mal schlecht. Warst du denn eher Mr. Big? Ha? Ja, und nicht nur das. Man merkt, dass du die Serie nicht geguckt hast, weil der Mr. Big. Ja, okay. Ich weiß, da ist Mr. Big und ich weiß, da spielt ein Pferd mit und ansonsten weiß ich nicht viel. Ein Pferd? Das war Mr. Ja. Ed, was du meinst. Nein. Er meint Carrie. Ach so, Carrie. Mit ihrem großen Mund. Nee, aber also Emily in Paris, hast du da reingeguckt? Kate, du hast bestimmt mal reingeguckt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte irgendwie keine Lust auf so ein Viber-Zeug. Aber ich glaube, ich muss mal reingucken. Jetzt, wo wenn du das sogar feierst, dann muss ich das. Das Problem war, das war halt so in aller Munde. Alle haben Emily in Paris. Ja, genau. Und ich hasse es, wenn sowas gehypt wird ohne Ende. Ich bin so ein Underdog-Gucker. Ich gucke was, was nicht gehypt wird. Ja, Lupin, das ist auch nicht auf der Startseite. Und das ist, da redet gerade überhaupt keiner drüber. Genauso wie die andere Serie, die du gleich nennen wirst. Lupin habe ich eigentlich nur wegen Bastian Bielendorfer geguckt. Ach so. Spielt er da mit? Nee, aber der fand es nicht gut. Ach so. Ja, er spielt Sprachfehler. Und ich wollte wissen, warum es nicht so gut ist. Der synchronisiert Lupin. Entschuldigung. Das okay. war unangebracht. Ich wollte wissen, warum Definitiv. Er das nicht gut findet. Ja, ja, also Emily in Paris finde ich sehr gut. Ich muss mir nach meinem Harry Potter Bashing von den ersten drei Filmen muss ich mir wieder weibliche Hörer zurückgewinnen hier. Oh. Quatsch. Nee, ich fand es echt süß. Also vor allem, man sieht auch schöne Plätze von Paris und macht schon Spaß. Ist halt nicht so tiefgründig und so, wie halt Sex in the City war. Manchmal auch auf interessante Weise anzüglich, ja, also da sind wirklich Sachen drin, wo du denkst, hoho, weil das hat ja FSK 12, ne? da kommen Sachen, wo du denkst, okay, ja, da merkt man dann, dass da wirklich der Macher von Sex and the City dahinter ist und fand ich aber auch ganz nett, dass das mal zeitweise so ein bisschen dreckig war und so, ja, macht Spaß und je weiter man nach hinten vor, desto mehr findet die Serie ihre Stimmung. Und eben dann auch diese Kritik an dem Marketing fand ich sehr gut. Wie viele Folgen hat die denn? 10? Ach du gute Güte. Ja, und es gibt eine zweite Staffel. Haha, bin ich voll dabei. Sofort. Wenn die kommt, dann schwimme ich auf der ersten Welle mit, nicht auf der zweiten. Ja, jetzt. So, dann erzähl mal über den nächsten Geheimtipp, von dem noch niemand gehört hat. Das ist so schade, dass von dem noch niemand gehört hat. Mhm. Nein, natürlich hat man davon gehört, wenn man Netflix aufmacht. Und zwar heißt die Serie Fate, The Wings Saga. Man muss dazu sagen, als ich, es ist vor grauer Uhrzeit, ein Teenager war, gab es als allererstes eine Comicserie. 15 mindestens. Also war mindestens 15 Jahre, wenn nicht sogar älter sogar, gab es eine Comicserie für Mädchen, die hieß Winx. Und da ging es um Feen, die auf eine Schule kommen und dort ihre Kräfte entwickeln. Und da gab es halt verschiedene Harry Feen. Potter! Nein, gab es halt Feuerfeen und Erdfeen und Wasserfeen. Earth, Wind und so. Fire. Luftfeen. Luftfeen, aber es gab auch solche, die irgendwie mentale Kräfte hatten, die irgendwie spüren konnten, wie es anderen geht und Emotionen wahrnehmen und lauter so Sachen. Gab es auch die Zahnfee? Jetzt halt schon mal die Klappe, verdammt nochmal. Nur auf Bewährung. Und die lernten halt erstmal mit ihren eigenen Kräften umzugehen und später dann auch weitere Kräfte zu entwickeln. Also auch mal aufs Element Wasser zu greifen zu können und so. Aber erstmal so die Grundbasis der eigenen Kräfte zu entwickeln. Und später, da war ich dann älter, gab es eine Animationsserie dazu für Kinder, also wirklich für Kinder. Die fand ich dann aber doof. Das war wirklich für kleine Kinder, für 7-8-Jährige gedacht. Und jetzt hat Netflix eine Serie rausgebracht, basierend auf dieser Geschichte.
Also die Charaktere heißen auch alle so, wie in den Comics, und ist aber für junge Erwachsene gedacht. Ich denke aber auch, dass es noch ein bisschen Jüngere angucken könnten, wobei da auch Monster auftreten und das dann schon manchmal ein bisschen gruselig ist. Es geht um den Hauptcharakter, das ist Bloom. Bloom kommt aus der Menschenwelt, ganz normal. Das nennt sich die Erste Welt und wird dort von einer Fee gefunden, weil sie Kräfte entwickelt hat, von denen sie aber nicht wusste, dass sie das hat. Und dann wird sie halt in die Feenwelt aufgenommen, in die Anderswelt nennt sich das. Und dort gibt es Königreiche. Und sie wird dann auf die Schule Alfea eingeladen und ihre Eltern denken, sie geht auf ein Schweizer Internat, da bescheuert. Und dort soll sie ihre Kräfte lernen zu beherrschen und auch quasi andere Kräfte zu entwickeln zusätzlich noch. Es geht relativ schnell voran, die Geschichte. Es ist wenig Schulzeit und wenig Bonding mit den anderen. Es geht relativ zackig vorwärts, denn plötzlich tauchen um das Schulgelände also Monster auf, die nennen sich die Verbrannten. Und die sind irgendwie, die waren ewig weg und sind jetzt plötzlich wieder da. Und die müssen bekämpft werden. Und die Feen, die haben, es gibt ja nicht nur Feen in diesem Reich, es gibt auch Spezialisten, nennt sich das. Und jede Fee hat immer einen Spezialist, beziehungsweise ein Spezialist hat eine Fee an seiner Seite, so quasi so ein Kampfduo. Also werden an dieser Schule auch Spezialisten ausgebildet in Kampfsport und alle möglichen. Und die müssen dann quasi gemeinsam diese Monster bekämpfen, zusammen mit dem, weiß ich, mit der Armee von dem Königreich, was auch immer. Und es kommt dann halt über diese 6 Episoden heraus, warum diese Verbrannten da sind und ja, wie die dann bekämpft werden. Und das ist eigentlich echt gut gemacht. Also die Spezialeffekte sind echt gut. Die Story ist so, ja, ich kenne es halt schon aus den Comics. Aber es ist ziemlich brutal dargestellt. Für mich hätte ruhig noch ein paar mehr Folgen kommen können und die Grundstory so ein bisschen ruhiger erzählt werden, ein bisschen mehr Schulleben und ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Fähigkeitenentwicklung und Szenen, wie sind da nur Mädchen auf der Schule? So. Nee, auch Jungs. Okay. Es gibt ja auch männliche Feen. Ja, natürlich. Wer weiß das nicht? Ich habe in dem Trailer nämlich nur Mädchen gesehen, deswegen. Nee. Also es sind halt diese Grundgruppe, das sind 4 Mädchen, die sich halt total gut anfreunden. Und da ist noch eine 5., die ist so ein bisschen eine Oberzicke an der Schule, aber die wird auch weicher mit der Zeit. Und ja, ist eigentlich echt schön. Ist jetzt nichts für euch, aber vielleicht für andere da draußen, die Comics vielleicht auch mal kannten. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Hör auf, dich am Bart zu kratzen, weil es langweilig ist. Gibt's da nicht noch immer dieses Merchandise? Das ist nicht sein Bart. ich glaube schon, dass es noch Wings-Merchandise gibt. Also, es gibt ja auch, glaube ich, noch diese Kinderserie im Fernsehen. Wings, ja, gibt's. Gab's auch so Computerspiele und so. Weiß ich nicht. Wings, irgendwie auf der Switch oder so. Ja, ich glaube, das klingt für mich, wie ich es schon im Vorgespräch gesagt habe, eher so in die Richtung, wer Harry Potter mag oder so, der kann da ruhig mal reingucken, glaube ich, ne? Ja. Also, ja. Vielleicht gucke ich da auch mal rein, wenn ich Zeit habe, mal schauen. Geht ja gerade ganz schön ab, wenn ich das so in meiner Filterbubble wahrnehme. Ja, es ist halt noch nicht bekannt, ob es eine 2. Staffel gibt, weil es jetzt erst rauskam, aber ja, die warten mal gucken, wenn es genug Klickzahlen gibt, kommt vielleicht auch eine 2. Staffel, die ich dann auch angucken würde. Ja, das habe ich da schon so rausgehört. Also, Empfehlung von Kate, Fate, die Wings-Saga und vielleicht gucke ich da auch mal rein, aber erstmal Lupin bei mir. Und ich habe noch ein was, nämlich Star Trek Lower Decks, nachdem ja jetzt die diverse neue Star Trek Serien rauskamen. Man denke da an Discovery oder Picard oder wie. Picard war ja sogar auf Amazon Prime, während Discovery ja auf Netflix war. Gibt es eine neue auf Amazon Prime diesmal? Eine Animationsserie. Es gab ja auch schon diverse Star Trek Serien, die animiert waren. Und hier versucht man so ein bisschen mal einen anderen Weg zu gehen. Also nicht mehr so dieses ganz ernste Star Trek Thema, sondern vielleicht eher so in die Chris kann sich erinnern, wie hieß denn die eine Serie mit diesem, die dir so gefallen hatte, auch so mit Weltraum und so weiter, weißt du, was ich meine? Die auch animiert war.
Ich meine jetzt nicht Rick and Morty, ich meine die andere, die, glaube ich, auf Netflix war mit dem einen Typen. Final Space. Ja, Final Space, ja. Genau. Damit kann man es vielleicht am ehesten vergleichen, also so ein bisschen Final Space, aber auch mit sehr viel TNG drin. Und zwar hier ist es so, wir lernen erstmal, oder es gibt erstmal so eine Einführung mit Raumschiff und die heißt hier USS Cerritos und ja, Riesenbrimborium und dann kommen natürlich so, ja, darum geht es jetzt übrigens nicht in dieser Serie, sondern es geht um die und dann sehen wir wirklich Lower Decks, also es meint wirklich, wenn ihr euch die, ich sag mal die Enterprise von der Seite vorstellt, es ist zwar jetzt nicht die Enterprise, aber die ist von der Bauart her ähnlich. Dann hat die ja unten diese Gondel, ne? Also unten, wo die Leute alle drin sind, ne? Und quasi ganz, ganz links unten in der alleruntersten Ecke, in dem untersten Deck, da befinden wir uns jetzt gerade. Und da gibt es die jungen Fähnriche Mariner, Bäumler, Rutherford und Tandy. Wobei Tandy neu auf die Cerritos, ich will mal Enterprise sagen, kommt. Und Bäumler, das ist eigentlich so die, ja, so ein bisschen die Hauptfigur. Das ist ein Fähnrich, der hält sich ganz strikt an die Vorschriften, weil der will da auch Karriere machen und so und muss aber dann auch bei diversen Sachen feststellen, dass es nicht immer drauf ankommt, nun die ganzen Vorschriften alle so nach und alle komplett zu beachten, sondern man muss halt auch manchmal outside of the box denken und vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb der Vorschriften agieren. Und er hat eine Freundin, die heißt Marina, die ist eher so wirklich völlig gegen irgendwelche Vorschriften, ist auch schon länger da, hat schon diverse Planeten besucht und ist schon ziemlich abgebrüht und die ist auch schon diverse Male degradiert worden, weshalb sie dann eben wieder bei unten bei denen gelandet ist und die hat auch so ein bisschen ihre eigene Agenda, also die vertickt dann manchmal irgendwelche Geräte an irgendwelche Aliens und sowas nebenbei und mit der muss nun Bäumler irgendwie klarkommen und er bekommt auch den Auftrag von ganz oben, er soll die ein bisschen überwachen und eventuell melden, wenn da irgendwas schief läuft. Und ja, dann kommt noch, gibt es noch, wie heißt der andere? Ist noch so ein, wie so ein Geordi LaForge, so ähnlich. Der hat so ein Implantat noch, aber nur ein Auge wird da bedeckt. Und der ist so, kriecht so durch diese Maschinenräume und sonst was alles durch und repariert da alles. Und ja, ich habe irgendwie die ersten paar Folgen geguckt, da gab es dann schon mal so eine Sache, dass sie plötzlich alle infiziert waren. Da war so eine Art Zombie-Epidemie auf diesem Raumschiff und es ist schon sehr, sehr abgefahren teilweise. Ist nicht ganz so abgefahren wie natürlich Rick and Morty und ist ein bisschen so Final Space, ich würde es vielleicht vergleichen, mit aber doch einigen Enterprise-Referenzen drin und wer das so mag, Enterprise, und hier mal was sehen möchte, was wirklich in diesem eigentlichen Star Trek-Universum spielt und das alles ein bisschen auf die Schippe nimmt und aber trotzdem noch genügend Herz am richtigen Fleck hat, um das Ganze nicht zu sehr zu verballern, das ganze Thema, der sollte hier mal reingucken. Ich fand es echt nett, auch schön animiert. Ich glaube, das ist so eine, ähnlich wie Final Space, fand ich. Also so die Vordergründe sehr scharf und teilweise die Hintergründe so computeranimiert und so. Und echt, echt cool gemacht. Also ich werde auf jeden Fall weitergucken. Geht ja auch immer nicht so lange, diese kleinen Dinger da. Klingt lustig. Ja, aber ja. Das sind doch die, da haben doch die Macher von Rick and Morty die Finger drin, ne? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich dachte nämlich, dass ich das gelesen hätte, von den Machern von Rick and Morty. Echt? Ich habe es nirgendwo gesehen, stand doch nicht bei Amazon Prime, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich recherchiere mal nebenher. Aber nur mal so, die allerbeste Weltraumserie ist einfach immer noch Schweine im Weltall. Naja. Obwohl die ist leider, in Space. Obwohl die ist leider bei den neuen Muppets, war das noch nicht dabei. Ne? Also zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Wir haben ja diverse Episoden schon geguckt. Ja, aber auf dem offiziellen Kanal der Muppets. Lasst uns mal noch über WandaVision reden. Habt ihr jetzt auch die dritte Folge geguckt? Ich ja. Ja? Chris noch nicht. Chris glaubt nicht. Okay, na, dann können wir noch nicht drüber reden. Nee, Chris muss also noch gucken. Ist schon sehr weird. Aber sehr geil weird. Ja. Die dritte Folge nimmt nochmal an Fahrt auf. Das, sehr geil. Das fühlt sich so ein bisschen an wie damals bei Lost mit Dharma. So ja, ungefähr diese Dharma-Initiative. Ja, das war auch ehrlich. Mal schauen. Ah, okay, mal sehen. Ich kenne nur Dharma und Greg. Ach so. Ja. Oh je. Oh je. Lass uns lieber. Schnell weiter. Rätselecke.
So, hier sagt, dass die Kate das letzte Mal gewonnen hat, kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber sie ist dran. Kate stellt uns ein Rätsel und wir müssen uns mit Ja und Nein Fragen oder mit Harry Potter geschlossenen Fragen versuchen ranzutasten. Chris, wenn hier eine Harry Potter Frage kommt, dann hast du eh verkackt, das weiß ich jetzt alles. Ich habe drei, ich muss noch überlegen, welche ich nehme. Drei Harry Potter Fragen? Nein, ich habe drei so. Rätsel, Menschenskinder. Harry Potter Fragen habe ich zu Dutzende. Ich habe das Trivial Pursuit von Harry Potter. Okay, ich nehme mal das. Das weiß bestimmt der Erik. Oh. So. Also, jetzt wird sich unter Druck gesetzt hier. So. Es geht aufrecht hinsetzen hier. So, es geht um Kill Bill. Ja. So. In Kill Bill gibt es eine Szene, in der die Braut gegen die Crazy 88 kämpft. Hm? Warum ist diese Szene schwarz-weiß? Wegen der Zensur. Zensurvorgaben, damit das Blut nicht rot ist. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Es gibt übrigens es gibt eine Japano-Fassung, die habe ich auch auf Blu-ray. Da ist die Stelle in Farbe, ja. Okay. Und wo man denkt, ja, okay, wegen Zensur haben sie es geändert. Es wirkt so richtig schön künstlerisch, dass die Szene schwarz-weiß ist. Und wenn man sich die in Farbe anguckt, wirkt es einfach so relativ normal und banal irgendwie. Ich finde es in Schwarz-Weiß echt besser. Ja, ich wusste, dass es zu einfach war, deswegen habe ich es als erstes genommen. Ich habe noch eine zweite Frage vorbereitet. Harry Potter! Also ich habe jetzt eigentlich schon gewonnen, also, ne? Also zunächst. Ja, Mal. Hast du. Ja. Nein, 2 von 3. Okay. In welchem Film, also sagen wir so, in welchem amerikanischen Film war zum allerersten Mal eine Toilette zu sehen? Harry Potter. Das weiß ich zufällig auch. Aber Chris. Ach, Mann. Aber Chris, fang du mal an. Harry's Pot. Ja. Du hast eine Chance. Komm, dann löse ich. Kein Druck. Keine Ahnung. Irgendwas mit Charlie Chaplin. Nein. Nein. Ist es ein Schwarz-Weiß-Film? Okay, Erik. Ich glaube nicht, dass der Schwarz-Weiß ist. Okay. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Psycho war Schwarz-Weiß. Doch, Psycho, dann ist es Schwarz-Weiß. Ich hab's ja gut vorbereitet. Aber 2 von 3 hast du eigentlich schon gewonnen. Aber ich hätte noch eine andere Frage zu Psycho. Harry Potter. Seine Mutter. Nein. Bates. Nein. Alfred Hitchcock versuchte etwas verschwinden zu lassen, bevor sein Film rauskam. Was versucht er verschwinden zu lassen? Harry Potter. Bevor sein Film rauskam? Ja. Chris, willst du anfangen, oder? Keine Ahnung. Seine uneheliche Tochter. Nein. Also es geht immer noch um Psycho. Also versucht es geht um den Film Psycho. Im Film zu editieren? Nein. Okay. Um den Film Psycho geht's, okay. Es geht um den Film Psycho und er versuchte, 1959 genau gesagt, etwas verschwinden zu lassen, noch bevor der Film rauskam. Den Vorhang, den Duschvorhang. Nein. Ach so, jetzt bin ich ja dran. Nee, wir haben ja gesagt, nichts editieren im Film. Also der Film selbst bleibt ja so stehen, wie er ist. Der Film bleibt, wie also er ist. Es hat auch nichts mit, es hat was mit dem Drumherum zu tun. Hat es was mit dem Poster zu tun? Filmposter? Nein. Irgendeine Deko vielleicht verschwinden lassen? Nein. Also ich weiß, es gab damals, das war der Film, man durfte nicht nach Beginn des Films in den Saal kommen. Also das weiß ich. Also die Türen wurden dann immer zugemacht, weil man sollte den von Anfang an sehen. Da wurde im Blei, aber das hat damit nichts zu tun, weil das ist ja nicht verschwinden lassen. Also was mit dem Drumherum? Okay, also der Film so, selbst steht so, wie er ist. Also daran wird nichts verändert. Ganz genau. Hat es irgendwas mit dem Marketing des Films zu tun? Im weitesten Sinne ja. Presseberichte? Nein. Hätte ich gedacht, dass jemand irgendeine Kritik abgibt und er will nicht, dass die vorher... Aber gut. Ich löse auf. Der Erik hat ja schon 2 Rätsel gelöst. Nee, lass mal. Das ist jetzt ein gutes Rätsel. Da muss man ein bisschen überlegen. Die anderen waren zu einfach. Also es hat nichts mit der Presse zu tun. Hat es
was, also mit dem Setting hat er es auch nicht, die Schauspielerin kann auch nicht verschwinden. Wollte er vielleicht irgendeinen Ton verschwinden lassen? Nein. Irgendwelche Requisiten, also im Nachgang. Okay, ich dachte nicht, dass es so schwer ist. Also am Poster nicht, hast du gesagt. Nichts, was mit Marketing zu tun hat. Keine Requisiten, am Film auch nichts. Da bleibt ja nicht mehr so wahnsinnig viel. Mit dem physischen Film, mit der Filmrolle, hat es damit was zu tun? Nein. Aber es geht um was Physisches. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Das Drehbuch. Dass die Darsteller das Drehbuch zurückgeben müssen, verschwinden. Keine Ahnung. Wo kam denn die Idee für diesen Film her? Die Idee? Psycho, keine Ahnung. Gab es bestimmt ein Buch? Das Originalbuch? Korrekt. Es gab eine Buchvorlage. Eine Buchvorlage und die wollte verschwinden lassen. Damit die Leute nicht vorher lesen, wie es ausgeht. Genau! Ah. Er hat alle Bücher auf dem Markt, die von Robert Bloch geschrieben wurde zum Thema Psycho, verschwinden zu lassen, damit keiner weiß, wie der Film endet. Ah. War ich ja mit Drehbuch schon relativ nah dran. Ja, ich hatte ja gesagt, du bist nah dran. Ah. Ganz genau. Hier steht nochmal die ganze Antwort. Damit keiner das Ende des Films verraten kann, hat Alfred Hitchcock 1959 versucht, jede Ausgabe des Buchs von Robert Bloch zu erwerben, auf dem der Film Psycho basiert. Aber da hat es doch, glaube ich, sowieso ein bisschen geändert, ne? Ja. Aber gut. Ja, aber trotzdem. Auf jeden Fall Psycho, geiler Film, ey. Immer noch gut. Ja. So. Das war doch, das dritte war, also hast dich gesteigert, das erste war viel zu einfach. Ja, das habe ich mir falsch gedacht. Chris hat es nicht gleich gewusst, oder? Das erste mit Kill Bill. Nö. Nee. Chris ist auch nicht so ein Freak, der sich da alles anliest, was Tarantino angeht. Ja, aber jetzt gehen wir mal in die Musik rein, denn wir haben wieder Musiktipps für eure Playlist. Musik. Bei mir ist ganz einfach. Ich nehme nämlich den Abspann-Song von unserer Rezensionsdisc von Dark Justice. Das war nämlich Midnight Oil mit Bats Are Burning. Und Kate? Ich nehme We the Kings, Jack as Juliet von We the Kings. So. Okay. Ich habe von Weezer All My Favorite Songs. Also alle. Nein, ja, ich weiß. Ja, ja danke, ja. Okay, packe ich mit drauf auf die Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify, wenn ihr uns jetzt hier auf Spotify hört. Was ja jede Woche werden es mehr Leute, die uns auf Spotify hören. Das scheint jetzt gerade richtig abzugehen. Wenn ihr uns vielleicht da gerade zufällig hört, dann hört auch gern mal in die Kinocast-Songs-Playlist rein. Könnt ihr abonnieren, kriegt ihr jede Woche ein paar Songs dazu. Und ja, hat jeder so seinen kleinen Beitrag. Und denke ich mal, sind wir durch soweit für heute. Gibt es was Neues sonst, was wir erwähnen sollten? Nein. Aus unserem ehemaligen Kino wird wahrscheinlich eine Boulderhalle. So ein Blödsinn. Ja, also. Warum? Sie können doch machen, was wir wollen. Das ist ihr Gebäude. Ja, klar. Ja, aber Boulder ist so spezifisch für Menschen, die gerne bouldern. Ich weiß auch nicht, was das entzieht sich mir ein bisschen, weil eigentlich wollten sie ja gucken, dass sie irgendwie und dann machen sie sowas. Gerade so in der Innenstadt, ich meine so Boulder-Sachen, brauchst du auch ein bisschen Platz und Höhe und so weiter. Ah, egal. Ja, aber stand ja wohl schon seit November fest, also von dem her. Okay. Na, schauen wir mal, wann die Kinos überhaupt wieder aufmachen und dann gehen wir halt in das Gloria dann. Ansonsten. Auch ein schönes Kino. Definitiv, ja. Ansonsten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Hören wir uns nächste Woche wieder mit dem blauen Planet. Nee, mit One Night in Miami. So, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.